ihr wisst das ja selber auch, bei einem Fotoshooting braucht man hin und wieder doch ein bisschen mehr Ausrüstung als einfach nur die Kamera. Heute habe ich für euch das hier, die Neuer Superklammer. Ein kleiner Helfer, den man universell einsetzen kann. Was es für Vor- und Nachteile hat, mit dieser Klammer zu arbeiten und warum ich mir die gekauft habe, darum geht es im heutigen Video. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos und Videos zu steigern. Zur einfacheren Übersicht habe ich das heutige Video in 4 Kapitel unterteilt. Zuerst schauen wir uns einmal die allgemeinen bzw. technischen Informationen zu der Klammer an, danach die Vorteile, danach die Nachteile und zum Schluss gibt es noch ein kurzes Fazit und meine Meinung. Laut Amazon-Beschreibung wiegt die Klammer ungefähr 120 Gramm. Ich wollte es natürlich genau wissen und habe die Klammer nochmal nachgewogen. Auf meiner Küchenwaage werden 118 Gramm angezeigt, allerdings ohne die Schraube für das Mikrofon. Die Abmessungen von der Klammer im geschlossenen Zustand betragen 8 x 6 x 1,5 cm. Aus der Internetbeschreibung geht leider nicht hervor, aus welchem Material die Klammer gefertigt ist. Da steht nur, dass sie komplett aus Metall ist und das dürfte auch stimmen. Ich glaube, die besteht aus Aluminium, weil sie liegt relativ leicht in der Hand, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stahl oder Eisen ist. Abgesehen davon habe ich an meiner Klammer ein kleines Cut und da sieht man diese typische silberne, helle Reflexion, wie man es halt bei Aluminium sieht. Also ich glaube, die besteht aus Aluminium, abgesehen von der Schraube, die durch die Klammer geht und den einzelnen Gelenkstücken. Die kleinste Klammeröffnung ohne die Gelenkstücke liegt bei 1,5 cm. Die kleinste Klammeröffnung mit Gelenkstücken liegt bei 2 cm und die größte Klammeröffnung liegt bei 6 cm. Die Gewichtsbelastung von der Klammer beträgt 2 kg. An der Außenseite der Klammer habt ihr insgesamt 4 Schraubgewinde. 3 1/4 Zoll Gewinde und 1 3/8 Zoll Gewinde. Das heißt, ihr könnt hier insgesamt 4 Zubehörteile gleichzeitig montieren. Außerdem gibt es im Lieferumfang einen Mikrofonadapter, der ein 5/8 Zoll Gewinde hat und das Ganze könnt ihr an der Klammer befestigen mit einer 1/4 Zoll Schraube, die auch mitgeliefert wird. Die Klammer kostet auf Amazon aktuell ungefähr 20 Euro. Es gibt diese Klammer auch in einer kleineren Version, die ist aber nicht ganz so gut und die gibt es auch von anderen Herstellern, die sind aber auch nicht so gut. Da komme ich dann später bei den Vor- und Nachteilen nochmal dazu. Falls ihr euch die Klammer besorgen wollt, checkt auf alle Fälle die Affiliate-Links in der Videobeschreibung ab. Ein Vorteil von dieser Klammer ist, dass ihr in der Klammer selbst und bei den beweglichen Teilen vorne eine Gummischicht montiert habt. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ihr die Klammer an einem Stativ befestigt, dadurch verhindert wird, dass die Klammer rutscht. Und wenn ihr die Klammer jetzt zum Beispiel bei einem Tisch befestigt, dann verhindert das, dass der Tisch zerkratzt wird. Ein weiterer Vorteil von dieser Klammer im Vergleich zu anderen Klammern ist, dass die hinteren Schraubgewinde an der Klammer einen gut gewählten Winkel haben. Wenn ihr die Klammer jetzt komplett aufschraubt, dann könnt ihr die beiden hinteren Gewinde gleichzeitig nutzen, ohne dass sich das Zubehör irgendwie im Weg ist. Kommt natürlich auch wieder auf die Größe von dem Zubehör an, aber wenn wir mal von einem kleinen Kugelkopf oder so ausgehen, dann berühren sich die nicht und stoßen auch nicht aneinander an.
Bei anderen Klammern auf Amazon ist es zum Beispiel so, dass die hinten einen schlecht gewählten Winkel haben. Das heißt, wenn ihr die Klammern dann ganz aufmacht und die beiden hinteren Gewinde nutzt, um Zubehör zu montieren, dann berühren sich die und stehen sich im Weg. Wenn ihr solche Zubehörvideos cool findet, abonniert jetzt den Kanal und klickt auch die kleine Glocke an, damit ihr zukünftig keine mehr verpasst. Alle vier Gewinde dieser Klammer sind durchgängig. Das heißt, sie sind einfach von vorn bis hinten komplett durchgebohrt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt von außen eine lange Schraube reinschraubt, dann kommt die natürlich innen wieder raus. Bei den vorderen beiden Gewinden, da ist ja diese Gummischicht montiert. Das heißt, da kann es halt sein, dass diese Gummischicht dann ja nach innen biegt. Das heißt, entweder macht ihr da ein Loch in die Gummischicht oder ihr schraubt die Schrauben einfach nicht so weit rein, dass es stören könnte. Bei den hinteren beiden Gewinden, da steht die Schraube irgendwann an, weil natürlich die Klammer irgendwie zusammengeschraubt werden muss und diese Querschraube blockiert halt dann die hinteren Gewinde. Das heißt, die könnt ihr dann nicht komplett durchschrauben. Es kann aber sein, dass die mit dem großen Gewinde von der Klammer in Berührung kommen und vielleicht da irgendwas beschädigt oder zerkratzt wird. Der Schraubenkopf oder Schraubengriff von dieser Klammer kann nicht justiert werden. Vielleicht kennt ihr das, beim DJI Ronin Gimbal zum Beispiel ist es so, dass man die Schrauben aushebeln kann, justieren kann und wieder einhebeln kann. Das hat halt den großen Vorteil, dass man die Schrauben in blöden Winkelsituationen noch besser festschrauben kann. Bei dieser Klammer geht das leider nicht, das heißt der Schraubenkopf ist fix und fest und den kann man auch nicht justieren. Außerdem kann man die Klammer nicht zerlegen. Ich weiß nicht, ob es andere Klammern gibt oder ob irgendwann der Bedarf da ist, dass man eine Klammer zerlegt, aber es geht nicht. Also es gibt keine Schrauben, alles ist fix verschraubt und fix montiert. Man kann hier nichts zerlegen und austauschen oder reparieren. Und ein weiterer Nachteil von dieser Klammer: das Gewinde unter der Schraube zum Verschließen von der Klammer kann nur mit kleinen Zubehörteilen genutzt werden. Weil wenn man hier irgendwas anschraubt, das ein bisschen länger ist oder weiter raussteht, dann ist die Schraube schon im Weg und man kann die nicht mehr zuschrauben. Das heißt, hier müsste man dann die Klammer irgendwo befestigen und danach das Zubehörteil anschrauben. Ich habe die Klammer in Verbindung mit einem kleinen Small Rig Kugelkopf gekauft, damit ich am Blitzschuh den Kugelkopf und am Kugelkopf die Klammer befestigen kann. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, diverses Zubehör an der Kamera einfach und schnell festzuklammern. Ich finde, die Klammer hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wirkt auch sehr stabil und hochwertig. Ich würde mir die jederzeit wieder kaufen und ich würde euch die auch empfehlen, falls ihr auf der Suche nach einer Klammer seid. Wenn ihr genauso wie ich Newer-Fan seid und noch weitere Newer-Produktvideos sehen wollt, schaut euch das Video in der Endcard an. Da stelle ich euch den 35mm Kugelkopf von Newer vor. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!